Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber der einfach, mit der Betonung auf einfach, beste Fahrstuhl in Minecraft ist der Paternosteraufzug, den ihr im Hintergrund seht. Ich habe euch bereits schon mal in einem anderen Tutorial gezeigt, wie man den baut. Allerdings hat das nicht mehr so richtig funktioniert, weil sich irgendwas in der Technik wohl aufgehangen hat. Das ist die neue Version, die 1.14-Version. Das heißt, alles ab 1.14.4 sollte diese Version klappen. Ihr seht, diese Version des Aufzugs ist auch etwas schneller als die alte und sieht auch ein bisschen besser aus. Paternoster. Das ist ein Aufzug, Paternoster. Was ist das erstmal? Paternoster ist lateinisch, bedeutet auf Deutsch Vater Unser, ist tatsächlich das Gebet, was man in der Kirche, also bei uns in der christlichen Kirche spricht. Es ist ein Gebet. Warum heißt dieser Fahrstuhl nach dem Gebet? Nun, weil es diesen Fahrstuhl auch im echten Leben gibt. Und da dieser Fahrstuhl alles andere als sicher ist, im Vergleich jetzt zu den Kabinenaufzügen mit der Tür, die nur dann zugeht, wenn man nicht drin steht, und der Fahrstuhl, der nur dann losfährt, wenn auch die Tür definitiv geschlossen ist, ist dies ein Fahrstuhl, der permanent fährt. Und wenn man den Eintritt oder den Austritt in den Fahrstuhl irgendwie vergeigt, kann das schon mal lebensgefährlich sein. Und deshalb, weil die Menschen immer Angst vor diesem Fahrstuhl hatten, eine große Zeit, haben die immer gebetet, oh Gott, dass ich diese Fahrt in diesem Fahrstuhl wohl überleben würde. Und was betet man? Natürlich das Vaterunser in diesem Fall. So funktioniert er. Einfach eingehen und im richtigen Moment rausgehen und alles ist gut. Hier in Minecraft ist es nicht so schlimm, wenn ich dann im falschen Moment rausgehe oder im falschen Moment reingehe. In Minecraft wäre es auch nicht schlimm, wenn ich das absolut lebensgefährlichste von allem tue. Ich stelle mich zwischen die beiden Sachen und werde zerquetscht. In Minecraft kein Problem, das wäre jetzt gerade im echten Leben lebensgefährlich gewesen. Also in Minecraft no problem, ihr könnt den Fahrstuhl super benutzen. Einziger Nachteil bei dem Fahrstuhl ist, dass der nur 12 Blöcke hochgeht. Also das ist die maximale Höhe, die möglich ist. Aber ihr seht, ich habe jetzt mal hier quasi die nächste Etage meines virtuellen Hauses angebracht. Und ihr seht, der Fahrstuhl ist relativ laut. So, aber ihr seht, wie hoch der Fahrstuhl geht. Denn man kann ohne Probleme mit dem Fahrstuhl auch auf diese Höhe fahren. Hier oben sollte man dann irgendwann rausgehen. Und, ja, ihr seht, dass der technisch auch nicht sonderlich kompliziert ist. Also gibt es hier einmal kurz das Update-Tutorial. Ich möchte euch zeigen, wie der Fahrstuhl gebaut wird. Es ist relativ einfach. Und dann möchte ich euch natürlich auch zeigen, wie ihr dafür sorgen könnt, dass der Fahrstuhl von alleine an- oder ausgeht. Der Fahrstuhl kann nicht nur Spiele transportieren, sondern auch Dinge und Items. Das heißt, wenn ihr ein Item hier hinwerft, dann wird das auch mit nach oben transportiert. Also ein sehr, sehr praktischer Fahrstuhl und ein sehr cooler Fahrstuhl, der vor allem auch schön aussieht. So, wie wird er gebaut? Ihr habt irgendwo eure Etage, in die der Fahrstuhl eingebaut werden soll, und grabt erstmal 3 Blöcke in den Boden. Ihr braucht ein klitzekleines bisschen Platz für den Raum. So, die nächste Frage ist, wo soll euer Fahrstuhl nach oben fahren und wo soll er nach unten fahren? Ihr könnt den Fahrstuhl theoretisch so bauen, dass mindestens ein Block Abstand zwischen ihm ist. Das heißt, hier geht die Kabine hoch, dort geht die runter oder andersherum. Ihr könnt die aber auch mit maximal 10 Blöcken auseinanderbauen. Ich baue das jetzt einfach mal tatsächlich so, dass die eine Kabine hier hoch geht. Lassen wir mal mindestens 5 Blöcke hier zwischen Platz. Wer sind 5 Blöcke hier zwischen Platz? Und da geht die Kabine runter. So, dann ist noch die nächste Frage, die ihr eben halt klären müsst. Wo geht die Kabine hoch? Wo geht die Kabine runter? Da, wo die Kabine hochgehen soll, baut ich hier einen Kolben hin. Und ja, damit ist schon geklärt. Auf der Seite geht sie hoch, auf der Seite geht sie runter. Wenn ihr auf der Seite die Kabine hochfahren lassen wollt, baut ihr den Kolben hier hin. Okay, gelle, wunderbar. Als nächstes, wir nehmen erstmal Wolleblöcke oder irgendein einfaches Baumaterial, was ihr schnell abbauen könnt, wie beispielsweise Dirt im Survival. Wir aktivieren jetzt den Kolben, das könnt ihr auch mit einer Redstone-Fackel machen, und setzen jetzt quasi immer einen neuen Block hier rein. Das Spielchen müsst ihr jetzt so lange machen, bis der Kolben meckert. Ja, der Kolben meckert nach 12 Blöcken, also nach 12 Blöcken hört der Kolben auf, dann fährt er nicht mehr weiter nach oben, dann habt ihr quasi die Höhe eures Fahrstuhls erreicht. Macht das idiotensicher. Wenn ihr das nicht macht, könnte es sein, dass ihr zum Beispiel einen Block zu tief oder zu hoch baut und der Fahrstuhl dadurch nicht mehr klappt. Ihr seht, jetzt lässt sich es nicht mehr verschieben. Also jetzt lässt sich das nicht mehr weiter nach oben verschieben. Wenn ich jetzt den obersten Block wegnehme, geht das wieder. Aber ihr seht, jetzt haben wir genau diese maximale Anzahl von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gut, 13 ist es. 12, 13, also 12, also 12 Blöcke kann er verschieben, beim 13 hört er auf, ne? Macht ja Sinn. 13 minus 1 sind 12 Blöcke, 12 Blöcke lassen sich verschieben, bei 13 geht es nicht mehr. Also, das ist jetzt die maximale Anzahl, und da wir das jetzt wissen, wissen wir, dass das der höchste Punkt ist. Gehen jetzt hier oben 2 Blöcke zur Seite, setzen einen Kolben nun so hier ein und bauen nun diese Blöcke hier weiter bis in diesen Bereich, gehen hier 2 Blöcke nach oben, setzen einen Kolben hier rein, wichtig, einen ganz normalen Kolben, und bauen diese Blöcke nach unten, bis hierhin auf diese Höhe, setzen nun hier an der Seite einen Kolben ein und gehen hier zur Seite und haben es damit geschafft. Damit haben wir erstmal einen Looper.
Ein Loop-de-Loop. Wenn wir jetzt hier einen Block wegnehmen, also das ist das Nächste, was wir machen. Wir machen hier einen Block weg und hier einen Block weg und hier einen Block weg, sodass jede Seite erstmal frei ist. Jetzt müssen wir Folgendes bauen. Bei dem Kolben hier oben setzen wir einen Observer, guckend an den Block hier hin. Der Observer muss da rangucken. Jetzt schnappen wir uns irgendein solides Baumaterial, also bitte nicht Glas oder so, also Baumaterial, wo Redstone drauf passt. Setzen hier einen Block hin, setzen hier einen Redstone hin, fertig. Dann setzen wir einen Observer, der hier hinguckt, hin. Setzen auf den Observer einen Redstone und setzen daneben einen Block, fertig. Und hier unten machen wir genau das gleiche auch. Wir gehen zur Seite, 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 setzen den Observer hier hin, der soll da dran gucken, setzen hier unseren Block hin, so und so und fertig. So, damit ist die Technik fertig. Jedes Mal, wenn der Observer etwas erkennt, wird der Kolben aktiviert. Jedes Mal, wenn der Observer was erkennt, wird der Kolben aktiviert. Und jedes Mal, wenn der Observer was erkennt, wird der Kolben aktiviert. Was wir jetzt nur noch machen müssen, ist, eine klitzekleine Technik hier unten in diesen Raum zu integrieren. Da können wir diesen Raum ein bisschen größer machen. Wir setzen einen Sticky-Kolben hier hin. An den Sticky-Kolben setzen wir einen Observer, der auf den Kolben guckt. So muss es sein, dass das Loch des Observers hier hängt. Setzen hier einen Block hin, setzen dann hier einen Komparator hin. Wir brauchen keinen Rechtsklick drauf zu machen. Wir setzen hier einen Verstärker hin, einen Verstärker setzen wir hier hin, noch einen Verstärker setzen wir hier hin, setzen den Verstärker auf Stufe 2 und verbinden das Ganze. Und wenn wir jetzt das Ding aktivieren, passiert Folgendes. Wir müssen doch einen Rechtsklick auf den Komparator machen. So, Rechtsklick auf den Komparator und jetzt seht ihr, macht diese Technik etwas, solange Strom hier in die Technik reinläuft. Das ist quasi euer Startsignal. Sobald nun Strom hier reinläuft, geht der Fahrstuhl an. So, jetzt setzen wir einen Block hier hin. Und nun machen wir einen ganz kurzen Test, ob der Fahrstuhl funktioniert. Den Test machen wir, indem wir diesen Kolben einmal aktivieren. Wir aktivieren einmal den Kolben und gucken, ob der Fahrstuhl klappt. Nein, irgendwas ist schief gegangen. Nee, doch, nein, es ist nichts schief gegangen. Haha, man konnte es gar nicht sehen, weil das so schnell war. Man konnte es fast gar nicht sehen. Also mache ich jetzt Folgendes, ich mache immer ganz kurz einen Knopf hin. Ihr könnt auch stattdessen einfach hier einen Knopf hin machen, das würde tatsächlich auch funktionieren. Muss ich mal kurz überprüfen. Also ihr könnt hier auch einen Knopf hin machen, also... Ja, da macht der Fahrstuhl das sogar zweimal. Ihr könnt meinetwegen auch hier Strom draufsetzen. Also ihr seht, wenn alles richtig ist, sollte es nun funktionieren mit dem Loop. Vergesst nicht, dass bevor ihr den Fahrstuhl aktiviert, dass ihr sicherstellt, dass in jeder Ecke ein Block fehlt, bis auf dort, wo dieser Kolben ist. Dort darf kein Block fehlen. Das ist der erste Kolben. Der drückt den nach oben, dann drückt er den zur Seite, nach unten, nach so und so geht das her. So, und das Timing dürft ihr auch nicht kürzer machen hier. Das ist das kürzeste Timing, was möglich ist. Okay? Und mit diesem kurzen Timing... Wenn ihr jetzt hier Strom drauf setzt, seht ihr, startet der Fahrstuhl. Jetzt müsst ihr den Fahrstuhl nur noch einrichten. Das ist das Einfachste von allem. Das Einrichten funktioniert so, dass ihr euch vielleicht hier irgendwo eine Wand macht. Und ihr guckt jetzt an, welcher Seite der Fahrstuhl nach oben geht. Da geht er nach oben. Nun schnappt ihr euch aus eurem Inventar das, womit ihr euch den Fahrstuhl bauen möchtet. Ich baue jetzt mal Spruce. Ne? Ich nehme jetzt mal Spruce, den Fahrstuhl. Ich empfehle, Spruce Trapdoors zu nehmen. Und ich empfehle, Stairs zu nehmen. Das ist schon alles, was ihr benötigt. Und das schaltet ihr diese Glock in einen etwas langsameren Betrieb, indem ihr diesen Verstärker, nicht den, sondern den hier auf maximale Stufe stellt. Das reicht aus. Ihr könnt es noch langsamer meinetwegen machen. Ihr könnt auch meinetwegen den hier weiter nach oben machen. So, dann schaltet ihr den Fahrstuhl an. Der Fahrstuhl läuft jetzt sehr langsam. Jetzt habt ihr genug Zeit, Folgendes zu machen. Treppe. So. So. Na, okay. Es ist doch nicht so leicht. Oh je, und ich habe Mist gemacht. Boah, bin ich inkompetent. Oh mein Gott, ich hab das Einfachste vom Einfachsten nicht hingekriegt. Okay, alles wieder zurück. Also, das ist die einzige gemeine Sache bei diesem Fahrstuhl. Aufpassen, dass wirklich alles wieder so hergestellt ist, ne? In jeder Ecke fehlt ein Block. Okay, gut. Dann solltet ihr vielleicht anfangen. Ihr solltet es vielleicht dort machen, wo der Fahrstuhl nach oben geht. Ja, ihr solltet es dort machen, wo der Fahrstuhl nach oben geht. Das ist mein Fehler. Macht es dort, wo der Fahrstuhl nach oben geht, dann habt ihr mehr Zeit. Also, und los geht's. Umklappen. Und umklappen. Und so. Und Mist gemacht. Zack, und schon haben wir Mist gemacht. Ihr seht, jetzt packe ich wieder den hier rein. Nicht vergessen, wenn ihr Mist gemacht habt, einfach hier einen Block reinsetzen. Der geht nach oben. Der geht nach oben. Beeilt euch immer. Der geht nach oben. Der geht nach oben. Ihr findet irgendwann einen Rhythmus, mit dem ihr das machen könnt. Ihr könnt es alle zwei Blöcke machen. Ich habe das jetzt gerade hier alle zwei Blöcke gemacht. Wie ihr seht, ihr könnt es alle zwei Blöcke machen, müsst es aber nicht. Okay, jetzt habe ich wieder Mist gemacht. Dann einfach hier unten einen weißen Block reinsetzen und das ist alles wieder gut. Jetzt habe ich auch wieder Mist gemacht. Ihr seht, es ist nicht so leicht, wie man gerade annimmt. Weil da ein Block fehlt.
Also ihr seht, das Einrichten dieses Fahrstuhls kann manchmal die Hölle sein. Lasst euch ermutigen, die Arbeit macht sich bezahlt. Es ist zwar saunervig, diesen Fahrstuhl einzurichten, aber es gibt mehrere Möglichkeiten, das hinzukriegen. Ansonsten schaltet den Fahrstuhl einfach aus, wenn ihr euch nicht sicher seid. Vor allem wichtig ist halt, dass das Timing, ihr müsst es im richtigen Moment, diese Blöcke platzieren. Und zwar immer, nachdem der Fahrstuhl sich bewegt hat, platzieren. Ja, ihr findet irgendwann einen Rhythmus, mit dem ihr das einsetzen könnt. Im Survival ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr dann auch schnell diese Blöcke abbauen könnt. Ansonsten müsst ihr halt wirklich den Fahrstuhl anhalten. So, und wir haben es geschafft. So, damit ist die Kette nun vervollständigt. Ihr seht, nun ist alles wunderbar. Jetzt könnt ihr das Timing wieder hochsetzen. Vergesst nicht, das maximale Timing war das hier. Das ist das schnellste Timing. Und schon läuft der Fahrstuhl. Da ist er, euer Paternoster in Minecraft. Jetzt müsst ihr noch euer Stockwerk dann irgendwo hinbauen. Ihr solltet gucken, dass man vielleicht auf dieser Höhe aussteigt, dass man noch kurz Platz hat auszusteigen, bevor der Fahrstuhl einen zertrümmert und zerquetscht. Es gibt dann halt noch eine Besonderheit, die ihr bei diesem Fahrstuhl beachten müsst. Das zeige ich euch gleich. Der Fahrstuhl, wie ihr seht, laggt ja ein bisschen oder der ist auf jeden Fall relativ zackig unterwegs. Ihr seht, das sind sehr kleine Kammern, die ich hier gemacht habe. Ihr könnt die Kammern auch größer machen, um Sicherheit zu erzeugen. Hier sind die Kammern ein bisschen größer. Wenn das nicht aufgeht, ihr seht, hier sind die Kammern alle drei Blöcke groß und eine Kammer ist zwei Blöcke groß. Ihr könnt auch stattdessen einfach hier komplett so ein Glied einsetzen. Es ist egal, es ist ja wie eine Kette, die durchgeht. So, also, wie könnt ihr nun das hinkriegen, dass der Fahrstuhl an- und ausgeht? Da könnt ihr jetzt mehrere Varianten nehmen. Ihr könnt natürlich einen einfachen Schalter nehmen. Was ich euch aber empfehle, ist in der Nähe des Aufzugs einen Tripwire zu setzen. Sowohl oben als auch unten. Diese Tripwire setzt ihr bitte bei beiden Etagen oder bei jeder Etage setzt ihr einmal diese Tripwire vor dem Aufzug. Und bitte nicht zu nah an den Aufzug dran, nicht, dass die Tripwire irgendwie hier den Aufzug durcheinander bringt, okay? Also ihr setzt jetzt oben und unten so eine Tripwire vom Aufzug. Na. So. So. Okay. Dann beide Leitungen der Tripwire. Gucken, wo das Signal rauskommt. Hier kommt das Signal der unteren Tripwire raus. Oben kommt das Signal dieser Tripwire raus. Ne? Wunderbar. Diese beiden Signale führt ihr dann an eine Stelle zusammen. Dort packt ihr eben einen Verstärker und dort kommen beide Signale an. Von beiden Tripwires. Das müsst ihr irgendwie jetzt verkabeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vergesst nicht, Redstone läuft maximal 15 Blöcke lang, da braucht der Verstärker. So, da ist euer Verstärker. Hier baut jetzt folgende Technik. So, einmal und einmal bitte. So, 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 so. Dann einen weiteren Verstärker. So. Und einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Einmal nochmal einen Block hier hin. Redstone, Redstone, Redstone. Nochmal einen Verstärker hier hin. Und dieser Verstärker ist das Signal, dass er in euren Fahrstuhl reingeht. Vergesst die Verstärker nicht. Damit habt ihr nun folgende Technik gebaut. Ihr seht, der Fahrstuhl ist aus. Sobald ich nun über den Tripwire laufe, startet der Fahrstuhl. Und Besonderheit bei dieser Technik ist, dass die eine Stromspeichertechnik ist, die nun den Fahrstuhl einen Moment laufen lässt. Ihr seht, der Fahrstuhl läuft nun, läuft nun, läuft nun, läuft nun und schaltet sich gleich von alleine aus. Ihr seht, der Fahrstuhl läuft lang genug, dass ihr gut damit fahren könnt. Deshalb habt ihr auch so eine große Technik gebaut. Und jetzt gleich ist es soweit, der Fahrstuhl schaltet sich aus. Achtung. Und aus. Und sobald ihr eine Tripwire berührt, wird das wieder resettet. Also dann wird das wieder zurückgesetzt. Das heißt, hier ist ein Timer drin. Der Timer läuft jetzt ab und jedes Mal, wenn ihr den Tripwire berührt, wird dieser Timer wieder resettet. Also der Timer startet wieder vom Neuen. Das ist das Besondere bei dieser Schaltung. Und so schaltet sich der Fahrstuhl von alleine aus. Das ist die eleganteste Variante, wie ihr diesen Fahrstuhl technisch benutzen könnt. Denn das ist super einfach zu nutzen. Ich hoffe, ich entlade das Ding mal ganz kurz. So. Ihr könnt einfach dann zu eurem Fahrstuhl hingehen, euch da vorstellen, reingehen. Der läuft, der bringt euch in Ruhe nach oben und schaltet sich dann nach einer Zeit von alleine aus. So, das ist er. Der Pater muss selbst ein bisschen langsam gerade. Ne, das ist das Maximaltempo, ne? Ja, das ist das maximale Thema. Man hat das Gefühl, dass es relativ langsam ist. Es ist aber nicht langsam. Das ist schon ziemlich schnell. So, Paternoster Minecraft, das ist das Update-Video zu 1.14.4. Ich befinde mich gerade in Snapshot 1.14.4. Sollte das nicht funktionieren, was ihr euch nachgebaut habt, dann kontrolliert, ob ihr irgendeinen Fehler gemacht habt. Und wenn alle Stricke reißen, kann es sein, dass ihr euch in einer ganz anderen Minecraft-Version befindet. Es kann sein, dass durch neue Minecraft-Versionen manche Redstone-Schaltungen nicht mehr funktionieren. In diesem Fall versuche ich immer, ein Update zu machen. Das ist das Update zum Paternoster. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute.